Herr Fuchs, welche Informationen, neue Informationen gibt es bezüglich der zweiten Fußball-Bundesliga? Ja, es gibt jetzt doch einiges zu berichten. Also wir sind jetzt von 10 weg bis 10 Uhr bis jetzt in der Videokonferenz gesessen mit allen möglichen Diskussionen, die jetzt schon bei so einer, sage ich mal, Mischliga natürlich notwendig ist. Amateurclubs, Clubs von Spitzenmannschaften, die auch als Amateurclubs mitspielen und eben die Clubs wie Kapfenberg, Innsbruck, Ried und aus der Klagenfurt zum Beispiel, die doch eher den Weg des Professionalismus gehen wollen mit der Ausbildung und so weiter. Es wurde nach langen Diskussionsrunden jetzt einmal so beschlossen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mit 9 Stimmen dafür, dass wir von 16 waren 9 dafür, dass wir jetzt einmal das Ansuchen stellen beim ÖFB, dass wir das Ligaende nicht mit 30.06., sondern erst mit Ende Juli, mit 30. Juli machen werden. Die anderen Punkte wurden jetzt ausgesetzt, es wurde eine Unterbrechung dieser Sitzung jetzt bis Montag beschlossen und am Montag wird dann weiter diskutiert, wird es dann die nächste Abstimmung geben, ob dann die Mehrheit dafür ist, also 9 Stimmen brauchen wir, ob dann auch zu Ende gespielt wird. Also momentan sind wir wieder beim Diskutieren, also alle möglichen Varianten wurden ja besprochen, der Terminplan würde stehen. Wenn weitergespielt wird, würde dann mit 5. Juni begonnen werden. Dann gibt es gleich die erste englische Runde, wo dann der Feiertag ist. So ist einmal der Terminplan bis Ende Juli. Das wäre alles klar. Aber natürlich gibt es noch nicht die klare Mehrheit bei den Clubs, die sagen, okay, wir wollen weiterspielen. Die denken halt eher amateurhaft, sage ich einmal so jetzt vorsichtig ausgedrückt. Und ja, einige wollen abbrechen. Ich hoffe, dass dass die Vernunft siegt und sagt, okay, wir sind ja da, um Fußball zu spielen. Wir sind ja doch eine Profiliga, trotz aller Amateurclubs, die da mitspielen oder mit dieser Reform da hineingekommen sind. So schaut es einmal aus und die Situation ist jetzt so, dass die Spielerverträge mit 30.05. auslaufen. Und jetzt haben die Clubs die Zeit, bis Montag mit diesen Spielern zu sprechen. Bleiben die oder bleiben sie nicht bis Ende Juli? Das wurde jetzt mehr oder weniger einmal deswegen für die Zeitgewinnung so beschlossen. Und ja, in vielen Verträgen steht drinnen, wenn der Vertrag verlängert sich dann bis zum letzten Spieltag, das wäre sowieso dann automatisch der letzte Juli. Aber die Clubs wollen die Möglichkeit, dass sie das noch vorher abklären. Weil natürlich einige Clubs meinen, wenn der Abbruch da ist, dann könnten sie sich von der einen oder anderen Vertrag lösen. Das ist ja dann möglich. Deswegen gibt es da jetzt, werden noch die Köpfe rauchen. Was würde jetzt für Sie persönlich, für den KSV, ein Abbruch bedeuten, sportlich, aber auch finanziell? Ja, der Abbruch wäre sportlich eine Katastrophe, weil wir haben jetzt mit Mitte März aufgehört, Fußball zu spielen. Und wenn ich sage, es weiß ja keiner dann, wenn wir wieder starten, frühestens September oder Oktober, also dann werden wir 6 bis 7 Monate ohne Spielbetrieb. Also für mich persönlich und für die sportliche Entwicklung, für unsere jungen Profis wäre das natürlich eine Katastrophe. Gibt es jetzt auch, in der ersten Bundesliga werden Corona-Tests durchgeführt und Quarantänen verordnet, falls positive. Wird auch für die zweite Liga irgend sowas geplant? Das heißt, die Vorgangsweise ist genau dieselbe. Das heißt, bevor das Training beginnt, müssen alle getestet werden. Da gibt es dann diese Fünfergruppentests. Das ist finanziell etwas erleichternd, sage ich mal. Und sind die gleichen Regeln. Und wir müssen der Sportarzt muss das begleiten. Sollte dann ein Fall auftauchen, dann kommt er raus aus der Gruppe und die anderen müssen nicht unter Quarantäne gestellt werden. Das ist jetzt heute beschlossen worden am Vormittag mit dem Gesundheitsminister, sondern die dürfen sich dann von zu Hause zum Training bewegen und wieder zurück. Das heißt, deswegen bleibt das Mannschaftstraining aufrecht, kann man es aufrecht halten, aber diejenige Person, die positiv getestet wurde, die kommt natürlich raus aus dem Getriebe und darf nicht mehr zum Training kommen. Aber alle anderen,
dürfen sich aber nur vom Wohnheim, also sie sind quasi auch in unter Quarantäne, aber mit einem, sagen wir, mit einem fix vorgegebenen Rahmen, eigenes Haus, eigene Wohnung, Sportplatz, Trainingsplatz, wieder zurück. Und sie dürfen nicht mit anderen, außer mit der Familie, mit anderen Personen in Kontakt kommen.